Heute ist nochmal deutlich geworden in der Beratung auch mit der Finanzministerin, dass der gesamte Doppelhaushalt 23/24 de facto auf tönernen Füßen steht. Er fußt noch auf Steuerschätzung aus Mai diesen Jahres. Fakt ist aber, dass Ende Oktober, Anfang November die nächste Steuerschätzung ins Haus steht und wir vor einer Rezession stehen. Und all diese Entwicklungen sind in dem Haushalt überhaupt nicht eingepreist. Es ist zwar schön, dass Sie eine Vorsorge getroffen haben in Höhe von 55 Millionen Euro für steigende Betriebskosten für landeseigene Immobilien. Diese Vorsorge hätten wir uns auch gewünscht für Träger der Wohlfahrtspflege, der sozialen Vereine, Verbände. Deren Mittel werden linear fortgeschrieben und da finden sich überhaupt keine Erhöhungen. Und alle wissen, dass sie mit diesen Mitteln de facto nicht auskommen werden. Sie sind de facto auch eine Kürzung, weil die Inflation jetzt in der Zwischenzeit zweistellig ist. Und wenn man das dann zugrunde legt, sieht man, dass wir sozialpolitisch mit diesem Haushaltsplan tatsächlich in Schieflage geraten werden.